Sanat Kumarasana, wörtlich die Stellung des ewigen Kindes, ist benannt nach Sanat Kumara, einem der vier Kumaras, geistgeborenen Söhne von Brahma, die als Urgurus gelten, mindestens in manchen Guru-Traditionen. Also manche der sogenannten Sampradayas, der Linien von Lehrer-Schüler, beziehen sich auf die vier Kumaras. Und gerade Sanat Kumara spielt hier eine besondere Rolle. Und es gibt auch einige spirituellen Gemeinschaften im Westen, die sich ganz besonders auf Sanat Kumara beziehen. Manche sagen auch, dass unter den aufgestiegenen Meistern Sanat Kumara eine besondere Rolle spielt. In der Tradition ist Sanat Kumara einer der vier Kumaras. Die anderen sind Sanaka, Sananda und Sanatana. Und er gilt als besonders wichtig. Es sind Schüler von Shiva in seiner Inkarnation als Dakshinamurti. So, wie geht jetzt Sanat Kumarasana? Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asana folgt dort einem klassischen Text und beschreibt die Asana wie folgt. Beuge das linke Bein im Knie, also beuge das linke Knie, und gib dabei das Schienbein unter den rechten Oberschenkel. Beuge auf die gleiche Weise das rechte Bein und bringe den rechten Fuß auf das linke Knie. Dabei fasse mit den Händen auf die Füße, also mit der jeweiligen Hand auf die Füße, und sitze gerade. Das ist dann Sanat Kumarasana, eine alternative Stellung für die Meditation.